Blödes Spiel. Wie in der Mittelstufe. Das juckt mich doch nicht mal. Es kann doch jeder küssen, wen er will. So dämlich. Ach, toll. Wo bin ich denn jetzt? Abby? Ruf nochmal! Hey, ich bin hier! Ich komme! Nick! Hey! Hey! Hi! Du bist weggerannt. Ich glaube, das Spiel wurde einfach zu intim für mich. Ich verstehe schon, was du meinst. Schätze, Emma steht wohl schon länger auf dich, was? Was? Nein, nein, nicht doch. Sie wollte Jacob eifersüchtig machen. Ich habe einfach mitgespielt. Hat dir scheinbar ganz gut gefallen. Ich wollte Emma nur mit Jacob helfen. Das war alles. Hörst du das auch? Mhm. Sehen wir nach? Mhm.
zu knurrig. Es ist ein Bär. Zu flott. Das musst du noch üben. Ja, da hast du mich wohl gefunden. Klar. Hierher schleichen war spannender, als wir dachten, wir könnten erwischt werden, hm? Ja, kann sein. Jacob,
Wir waren uns doch einig, dass mit uns, es sollte doch nur Sommerspaß sein. Ja, nein, schon klar. Ist nur... Du kannst es nicht lassen, Theater zu spielen. Ach, Jacob. Ha? Ich meine, ich check nicht, warum du ihn abgeknutscht hast. In aller Öffentlichkeit auch noch. Das war blöde. Blöde? Sind wir 12? Nein, aber Nick ist's. Quasi. Ich liebe ihn ja, aber ich glaube nicht, dass er schon mal ein Mädchen nackt gesehen hat. Tja, tut mir echt leid für dich, aber er hat mich mit Zunge geküsst und hat genau gewusst, was er da tut. Du willst mich echt fertig machen. Jetzt bleib doch mal locker, du Spaßbremse. So habe ich mir den Abend nicht vorgestellt. Was? Lass gut sein, ist nichts. Na? Ich komm klar. Gut. Du kannst hier weiter schmollen und dir vorstellen, wie Nick mir seine Zunge in den Mund steckt. Oh, komm schon. Oder du kannst uns ein paar Handtücher holen. Was willst du mit Tüchern? Wir wollten doch Sommerspaß, oder? Und der Sommer ist ja wohl noch nicht ganz vorbei. Okay. Das ist nicht lange her. War das in der Nähe? Jacket und Thacket. Jacket ist wohl Mr. H, Chris Hackett. Wer zur Hölle ist Thacket?
sicher? Nein! Nicht ein einziges! Arsch! Was soll das? Dann komm wieder runter, Jacob! Hm. Was sollen diese Zahlen? Wow. Ist da jemand? Das heißt dann wohl, bestimmt ist alles gut. Okay, dann lassen wir es halt einfach abtropfen. Oder wir schütteln uns Doggy-Style. Wow, du weißt echt, wie meine Frau rumkriegt, was? Na. Du kannst nicht einfach so tun, als wäre es nicht passiert. Und ob ich kann, weil, siehst du, oh Hilfe, Hilfe! Ich ertrinke und ich brauche einen großen, starken, selbstsicheren Mann, der mich rettet. Okay. Was sehe ich? Ein Weibsbild in Not? Fürchtet euch nicht, Holde, denn Hurricane Jack ist hier! Aschbubble! Oh, oh, oh. Hurricane Jack? It's not the promised land, but I'm sure this room is planned. Oh, okay, okay, das bedeutet Rache. Klar. Hey, lass das! Ach, hör auf zu rummeln! Attacke! Ah, hey! Blöd, Mann. Okay, hey, jetzt check das mal. Okay. Mach ein Foto von mir. Ja, für deine kleinen Follower oder so. Top 10 Kerle, die dich glücklich machen im Sommercamp. Ach, ich kriege noch 9? Was?
Emma! Jacob, hier drüben! Hast du es gehört? Was? Da war so ein Schrei. Er klang wie von Abby, aber nicht die gute Art von Schrei. Ich höre dich nicht. Okay, gut, du bleibst da. Ich gehe das eben checken. Was? Im Ernst jetzt? Hast du aber ordentlich Wirbel gemacht, Caitlin, muss schon sagen. Ah, oder war es nur der Stups, den Abby brauchte? Du teuflisches Genie. Wer wird den ersten Schritt machen? Nick oder Abby? Oh, gute Frage. Keiner von beiden. Ich weiß nicht, Nick hat eine Bestie in sich. Haha, wenn die Bestie ein sanftes Tierbaby ist. Ey, lass dich nicht vom süßen Äußeren täuschen, ist ein gestellter Barbecue-Grill unter dem Shirt. Ist dir das auch aufgefallen, ja? Und, was stellen wir jetzt an? Weiterspielen? Ja, jetzt nur noch zu dritt. Okay, Dylan, sagst du... Es klang wie Abby. Oh mein Gott. Sie braucht Hilfe. Wo kam das her? Von da. Komm! Abby! Hilfe! Bitte! Helft ihm! Wo ist Nick? Geh und hilf Nick! Geh! Streuung, passt gut auf. Von ihm! Stopp, stopp! Sonst halt! Oh.
Heilige Scheiße, Alter. Ich muss weg. Komm. Kannst du gehen? Komm, wir müssen weg. Los jetzt. Komm, zurück ans Feuer. Halbnacktes Mädchen auf dir, Jacob. Was machst du hier? Okay. Okay. Hallo? Was? Okay. Eins, zwei. Scheiße! Oh, fuck! Bitte, Mann, lass mich runter, okay? Tu mir nicht weh, bitte. Oh nein, Scheiße, was zum Teufel machst du? Fick dich doch. Psst! Still! Schließ jetzt besser die Augen. Hilfe! Was soll denn das? Stopp! Hilfe! Hilfe! Schmeckt übel, oder? Ist aber gut für dich. Wo willst du jetzt hin, Kleine? Scheiße! Es kommt mir so vor, als wärst du gerade erst hier gewesen. Also, zeig. Was hast du da? Es ist der Stern. Sterne hoch am Himmelszelt. Boten des Lichts.
Der Hoffnung, Bestimmung oder unserer Bedeutungslosigkeit. Und Angst zu verzweifeln. Vertraue auf das Licht des Sterns, denn es bringt dir Klarheit. Und Gewissheit, vielleicht. Der Turm. Stürz deinen Sorgen davon. Kampf oder Flucht? Diese Frage stellen wir uns alle, aber oftmals geraten wir nach einer gelungenen Flucht gleich in die nächste Gefahr. Pass gut auf. Und stürz nicht ab. Merke dir, es steckt stets mehr dahinter, als du denkst. Wenn du magst, zeig ich's dir. Ja, gut. Aber ich kann dir nur Einblick geben in eine mögliche Zukunft. Welche soll es sein? Such aus. Wir weiter. Wieder nach Hackett's Quarry. Wieder nach Hackett's Quarry mit dir. Oh, das wird ein Spaß.